Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich meine aufgebrauchten Produkte, die jetzt hier in diesem Eimer drin sind für dich. Also wenn du Bock auf ein paar Reviews hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Es wird in diesem Video auch eine Verlosung geben. Was es gibt und was du dafür tun musst, kommt gleich im Laufe des Videos. Und ich würde sagen, wir starten jetzt einfach mal. Ja. Ich greife einfach rein. Es ist Haushalt, es ist Beauty, vor allem es ist Beauty, bunt gemischt, ne? Also tatsächlich. Ich habe hier mir von Rewe Slip-Einlagen geholt. Das sind die normalen gewesen. Die fand ich ganz okay. Also, ne, ich brauche halt Slip-Einlagen, ohne geht bei mir nicht. Genau, das waren jetzt nicht die Flexiform-Viecher. Ich mag lieber eigentlich die mit Flexiform, aber die waren auch okay. Muss ich, also kann ich nichts Schlechtes drüber sagen. Dann habe ich hier von Kneipp die Chill-Out-Tuchmaske gemacht mit Hanfsamen und Patchouli. Ich mache mir gerne immer zu meinen Tuchmasken, die ich so verwende, hier hinten auch so Notizen drauf, weil ansonsten vergesse ich das einfach. Das war ein dünnes, nasses Vlies. Die Passform musste ich anpassen. Ja, ich musste die Augen ausschneiden so ein bisschen. Das mache ich meistens hier so ein bisschen. Schneide manchmal auch hier so unten ein, damit ich das besser ans Kinn bekomme. Entspannungsgefühl und Feuchtigkeit hat die mir gegeben. Und das ist ja das, was die Maske auch versprochen hat und deswegen fand ich die gut. Dann habe ich als nächstes etwas leer gemacht für unsere Waschmaschine von Superfin Washing Machine Cleaner irgendwas. Habe ich beim Action gekauft, glaube ich, und sowas mag ich ganz gerne. Verwende ich dann so einmal pro Woche und dann immer ein Drittel davon, ne? Sammy, alles gut, ist nicht für dich. Genau, und ja, ich benutze es hauptsächlich auch so ein bisschen. Wir haben hier sehr, sehr kalkhaltiges Wasser und ja, wir haben ja halt auch so Corona aktuell, Leute, ne? Und deswegen ist es für mich einfach wichtig, dass ich sowas dann halt auch einfach verwende und dann verwende ich das vielleicht etwas häufiger, als ich es normalerweise tun würde. Dann habe ich eine Bodylotion leer gemacht und zwar von Vichy. Das ist die beruhigende Aftersun-Milch. Da war ich sehr froh, dass ich die heute, nicht heute, dass ich die dieses Jahr geknackt habe, denn da sind 300 Milliliter drin. Eigentlich habe ich die verwendet, als ich einen ganz krassen Sonnenbrand auf dem Rücken hatte und meine Aftersun Geschichte von La Roche-Posay, glaube ich, genau, die tolle Rain, die war leer gegangen und dann habe ich die danach genommen. Danach war keine Sonne mehr da, aber trotzdem brauchte meine Haut Feuchtigkeit und dann habe ich das ganz normal als Bodylotion verwendet. Die ist schön eingezogen, hat mir auch gut gefallen, aber ich denke, dass die tatsächlich, ich weiß nicht, wahrscheinlich ist die so, was Feuchtigkeitsspendung angeht, eher so tiefenwirksam, ne? Aber für so Sommer würde ich die eigentlich nicht nehmen als Bodylotion. Als Aftersun war die ganz gut, weil die halt ruckzuck so eingezogen ist und man dann gegebenenfalls noch ein, zwei Schichten nachlegen konnte. Ja, aber die hat mir, wie gesagt, gut gefallen. Schönes Produkt. Dann habe ich von dem lieben Jan eine Tuchmaske geschenkt bekommen. Der ist ja von Party Light. Da habe ich auch hier oben ein Video gedreht, wo er mir ein paar Produkte geschickt hat. Und da habe ich als nächstes die Moisturizing Facial Mask mit Panthenol leer gemacht, beziehungsweise verwendet. Die hatte ich auch schon im letzten Monat verwendet und da hat sie mir auch schon sehr gut gefallen. Die hat schön Feuchtigkeit gespendet, die fand ich toll. Pino, Natural Spa Therapy, Natural Cosmetics. Ja, eine gute Geschichte, die man auch vor allem so jetzt im Sommer ganz gut verwenden kann. Ne? Da brauche ich noch mehr Feuchtigkeit als im Winter oder so. Das ist echt Wahnsinn. Also es sind einige Masken übrigens leer gegangen. Ich bin ein bisschen verwirrt. Dann habe ich hier von Fußwohl die 3-in-1 Gelsohlen mir gekauft. Die habe ich mir von Rossmann gekauft und habe die in meinen regulären Schuhen drin, um das mal so zu sagen. Tut gut. Und ich habe auch weniger Stinkefüße damit. Also das ist ja bis Größe 41, genau 36 bis 41. Ich habe Größe 41. War mir ein bisschen zu groß. Das musste ich tatsächlich etwas klein schneiden. Da sind aber oben so Aussparungen, da kann man das abschneiden. Ja, ist angenehm und ich weiß nicht, ich habe auch weniger Fußschmerzen, seitdem ich die einfach drin habe. Ne? Wahrscheinlich brauche ich so ein bisschen Puffer in den Schuhen, die ich habe. Gut, dann habe ich von Essence Make-up Remover Wipes leer gemacht. Die waren in der Essence Surprise Box drin, die ich bei Douglas gekauft habe. Und ja, die habe ich einfach verwendet zum Swatches entfernen oder wenn ich so Lippenstifte mit drauf gemacht habe und dann mehrere im Video gezeigt habe und das dann zwischenzeitlich weggemacht habe, kannst du sowas am besten tatsächlich dafür verwenden. Also würde ich nicht YouTube-Videos drehen, würde ich sowas nicht verwenden, um das mal so zu sagen, weil ich verwende die jetzt nicht generell zum Abschminken. Ne? Das mag ich nicht so gerne. Ein dekoratives Kosmetikprodukt ist leer gegangen und zwar von Inglot Make-up Fixer. Das ist so ein kleines Fixing-Spray gewesen. Ja, war gut, hat das Make-up auch schön fixiert und ja, hatte ein
okayen Sprühnebel, sage ich jetzt einfach mal. Vom Duft her war das sehr neutral. Das fand ich auch sehr, sehr angenehm. Genau, ich sammle ja übers Jahr auch meine aufgebrauchte dekorative Kosmetik. Das heißt, da wird uns das dann nochmal begegnen. So, dann habe ich OBs aufgebraucht. Die hatte ich, ich glaube, mal in einem Tauschpaket drin. Oder habe ich die selber mir mal bei Action gekauft? Weiß ich gar nicht. Ja, ich benutze ab und an OBs, weil ich eine Frau bin und meine Tage habe. Ja, und die finde ich gut. Ich habe die normalen. Ich benutze die aber tatsächlich nicht jeden Tag und nicht so häufig. Also bei mir dauert das wirklich eine ganze Weile, bis OBs aufgebraucht sind, weil ich eine Menstruationstasse habe, die ich auch gerne verwende. Und ich bin auch dazu übergegangen, dass ich teilweise auch einfach mal nur eine Binde oder gar nichts verwende, weil ich durch das Absetzen der Pille meine Periode zum einen nicht mehr so lange habe und auch nicht mehr so, ich weiß nicht, wie ich das jetzt sagen soll, aber die ist nicht mehr so, dass ich OBs brauche und ich vertrage OBs auch nicht mehr so gut. Ich finde das Gefühl einfach nicht mehr so schön, permanent was in mir drin zu haben. Ich weiß nicht, ne? Ich finde gerade während der Periode sollte Frau genau das machen, was ihr gut tut. Und ich habe zum Beispiel auch so waschbare Slip-Einlagen und waschbare Slips mir mal gekauft. Die verwende ich tatsächlich auch ab und an mal über Tag, wenn ich meine Periode jetzt nicht so intensiv habe. Und ich fühle mich damit auch einfach besser. Ne? Es ist nicht so, dass es dann, ich habe dann kein Gefühl von, irgendwas ist da in mir drin. Das mag ich einfach nicht. So, dann habe ich hier etwas Justment gerade in der Box gehabt. Das war in der Yoga Junkies Box. Das ist von Daily Concepts, das Daily Lip Scrubber Tool. Das habe ich gestern einmal verwendet und deswegen aus der Verpackung rausgenommen und deswegen ist es jetzt hier in meiner Hand und das hat mir gut gefallen. Doch, das hat ganz, ganz feine Borsten, also ganz weiche. Das ist so weich. Wie beschreibe ich das? Ganz weich. Sehr angenehm. Und dann machst du dir dann dein Lippenpeeling drauf und gehst dann mit diesem Tool dann da drüber und das war ein sehr, sehr angenehmes Gefühl. Und hat mir gut getan. Und ich hatte auch das Gefühl, dass der Effekt dadurch intensiver ist, als wenn ich das einfach mit dem Finger mache oder wenn ich die Lippen so aufeinander rubbel. Ne? Deswegen, das fand ich cool. Kann ich dann auch dementsprechend echt empfehlen. Dann habe ich leer gemacht von Wahre Schätze Garnier, belebender Ingwer, Bio-Mandelmilch, eine Pflegemilchmaske, genau. Genau, das ist mit 98% Mixtur aus Inhaltsstoffen natürlichen Ursprungs und Wasser. Genau, ja, ich fand den Duft furchtbar. Das war so ein bisschen wie Weihnachten im Sommer, musste nicht sein. Hat die Haare aber schön gepflegt, das habe ich jeden Dienstag und jeden Freitag verwendet. War sehr flüssig von der Konsistenz, aber ich würde es mir nicht nachkaufen. Also es war mal in der Box mit drin und es hat irgendwie, es hat nach Weihnachten gerochen, es hat nach Lebkuchen gerochen. Nee, das brauche ich echt nicht im Frühling, Winter. Das war eine blöde Idee, das dann zu verwenden. Aber es war auch, glaube ich, in der Frühlingsbox irgendwo mal mit drin. Aber na, jo, ist jetzt aufgebraucht. Dann habe ich einen Test gemacht, der schon online ist. Verlinke ich dir hier oben mal im i. Da habe ich 4 Isana-Produkte getestet. Und ja, die sind alle, ja, Enthaarungsprodukte sind bei mir immer so eine Sache. Ich glaube, ich bleibe einfach beim Rasierer und probiere gar nicht mehr weiter rum, weil alles, was ich so drumherum probiere, gefällt mir einfach nicht. Und das macht keinen Sinn, wenn ich ein Video drehe und sage, war blöd, oder? Dann habe ich Geld ausgegeben und so. Also ja, ich habe hier von Isana die Enthaarungscreme in Dusche verwendet. Das ist diese hier, kam zusammen mit diesem Schwämmchen. Ja, habe ich für die Beine verwendet, hat im Video überhaupt nicht gut abgeschnitten. Ich lasse das auch erstmal hier stehen und schmeiße das jetzt nicht weg oder so. Entweder um das weiterzugeben oder ich weiß nicht. Vielleicht habe ich es ja auch falsch gemacht. Ich weiß es nicht, was dann unter dem Video kommentiert wird. Ja, hat mir überhaupt nicht gut gefallen, weil das einfach nicht die Haare so entfernt hat. Du machst dir das drauf, lässt es einwirken, gehst dann unter die Dusche, kannst dann hier mit der blauen Seite arbeitest du es vorher ein und mit der weißen Seite nimmst du dir dann quasi das Produkt mit Härchen eigentlich runter. Ich weiß nicht, was ich für krasse Wurzeln habe, aber nein. Also das hat nicht funktioniert, das blieb einfach so, wie es war. Behaart. Ja, dann habe ich gemacht, auch in diesem Video, die Isana Feuchtigkeitsmaske Bubbles bei die Fische. Finde ich total großartig, mit Wassermelone und Kokoskick. Ja, die hat mir ehrlich gesagt richtig gut gefallen. Die war sehr angenehm. Der Kokosduft war Gott sei Dank nicht so intensiv, wie ich das befürchtet hatte, weil ich mag keinen Kokosduft. Ich esse gern Kokos. Ich habe heute noch ein Gericht gemacht. Chili-Nudeln mit einer Erdnusssoße, mit Karotten. Und was war dann noch alles mit drin? Chili und natürlich Kokosmilch und so. Mega lecker. Also essen mache ich das wohl, aber Kokosmilch schmeckt ja auch nicht nach Kokos eigentlich. Aber Bounty esse ich auch gerne. Die war dünn und feucht, passend und hilfreich.
ist immer so großartig, wenn ich mir selber meine Kommentare durchlese, die da so draufstehen. Ja, das ist vegan und hat mir gut gefallen. Das ist eine schöne Geschichte. Tuchmasken kann man auch gerne einfach mal so in den Kühlschrank packen. Und dann sind die halt noch feuchtigkeitsfühlend. Spender? Die fühlen sich einfach besser an. Dann habe ich verwendet den Bartschwamm von Profissimo. Den fand ich gut. Damit habe ich vorgestern unser Badezimmer geputzt und das ging super leicht. Der hat zwei verschiedene Seiten. Eine etwas rauere und gewubbeltere Seite, mit der man quasi das Produkt so verteilt und wie auch immer. Und auf der anderen Seite ist es wie so ein Tuch. Mikrofaser-Ledertuch, würde ich dazu einfach mal so sagen. Mit dem gehst du dann danach hinterher. Es soll eigentlich so sein, dass du danach nicht mehr irgendwie nachputzen musst, aber ich habe danach nachgeputzt, weil ich verwende immer sehr viel Wasser beim Putzen. Ja, ist nicht gut, ne? Aber mache ich halt und ja, der hat mir sehr gut gefallen und der wird jetzt auch demnächst häufiger verwendet. Doch, das ist eine gute Geschichte. Dann habe ich gemacht von Laboratories Le Rug ein Body Hydra Gommage Mikropeeling für den Körper. Genau. Das war okay. Hat mich nicht von den Socken gehauen. War okay. Ne? Also, ja, das war auch in einem Adventskalender oder in einer My Little Box oder so mal mit drin. Es hat so ganz, ganz feine Peeling-Körnerchen gehabt, die so, ich glaube, es ein Salz- oder ein Zuckerpeeling ist es dann wohl gewesen, die sich dann aber auch auf der Haut aufgelöst haben. War ganz nett. Also Feuchtigkeitsspenden kann ich jetzt so nicht unterschreiben. Das hat aber gut getan. Ne? Also mit Hibiskusduft steht hier drauf. Ja, es hat ein bisschen blumig gerochen, aber ein Körperpeeling wird, also, ja, ist okay, wenn das nach Hibiskus riecht. Ja, ich mag das lieber, wenn ein Duschgel nach Hibiskus riecht, weil ich finde, dass es dann noch intensiver riecht. Aber das ist einfach eine persönliche Präferenz. Ja, hier habe ich jetzt ein Produkt, wo ich nichts zu sagen werde, was aber in einer Box drin war und wo einfach mein Gesichtsausdruck das aussagen darf, was ich zu dem Produkt erzählen möchte. Oh Gott, ich werde gleich rot, echt. Mehr möchte ich dazu nicht sagen. Gut, dann habe ich mir noch eine Lippenmaske gemacht, auch in diesem Isana-Testvideo. Und zwar ist das die You Are Flamazing mit Himbeer- und Erdbeerextrakt-Maske. Ja, war okay, aber ganz ehrlich, eine Lippenmaske braucht man jetzt eigentlich nicht, meiner Meinung nach. Ich finde, dass es ausreicht, wenn man eine ordentliche Lippenpflege verwendet. Und ich habe auch zum Beispiel aus dem Balea-Adventskalender jetzt aktuell noch in Verwendung die Overnight Lip Mask, die ich einfach wie eine Lippenpflege nachts drauf mache, die einfach viel mehr Effekt hatte als so eine Lippenmaske. Also ich persönlich werde mir auch keine Lippenmaske mehr kaufen. Das war jetzt einfach auch nur fürs Video zum Testen, weil da ein Flamingo drauf war, der sich in einer Eistüte befindet, Leute. Es ist Verpackungsopfer, furchtbar Kram. Dann habe ich jetzt gerade, während ich mich geschminkt habe, dieses Full Face Maybelline, was ich in meinem Gesicht trage, dieses Produkt leer gemacht, und zwar den Instant Anti-Age Löscher Multi-Use Concealer in der Farbe 03 Fair. Der ist so toll. Der ist echt toll. Nicht günstig, aber toll. Kann ich empfehlen. Die Farbe 03 Fair passte mir auch sehr, sehr gut. Man sieht es jetzt auch. Der kriecht nicht in die Fältchen, wenn man nochmal, ich meine, das mache ich ja bei den meisten Concealern nochmal, ne? Dass ich mir das Schwämmchen nehme, nachdem ich abgepudert habe, und dann gehe ich nochmal unter den Augen her. Ich finde den einfach schön. Der verträgt sich gut mit meiner Haut, deckt nicht zu intensiv, aber auch nicht zu dezent ab. Also für mich eine 1A-Geschichte, die ich voll empfehlen kann. Dann habe ich leer gemacht ein, das war toll, von The Body Shop aus dem Adventskalender, den ich, glaube ich, von meinem Freund gekriegt habe, genau. Body Butter, ja, Green Tea, ne? Das ist ein wundervoller Duft, wenn es draußen irre heiß ist. Und du dir einfach diese Bodylotion oder Bodybutter drauf machst. Es ist nicht wie eine Butter. Also ich habe definitiv Bodybutters, die mehr Butter sind als diese Bodybutter. Oder gehabt habe ich die. Oder in Verwendung. Nein, nicht in Verwendung. Doch, in Verwendung habe ich aktuell eine von Dalton. Die ist definitiv mehr Butter als die. Und die hier ist einfach schön feuchtigkeitsspendend gewesen. Im ersten Moment habe ich mir gedacht, die weißelt vielleicht ein bisschen. Nö, als ich die dann einfach verteilt habe, hat das ganz gut funktioniert. Die bleibt ein bisschen länger auf der Haut. Ne? Es ist halt eine Butter, die ist ein bisschen reichhaltiger. Aber der Duft, grüner Tee, das ist sehr, sehr teeig, kräuterig. Also da muss ich sagen, für die aktuelle Zeit ist das eine ganz geile Geschichte gewesen. Hat mir richtig gut gefallen, denn es ist heute auch wieder sehr, sehr warm, wie man an meinem hübschen Ohrseekleidchen sieht. Ja. Und dann habe ich leer gemacht noch ein weiteres Körperpeeling, und zwar von Hugon oder Huygens Le Gommage pour le Corps. Das ist ein Produkt, was ich in Boxen drin hatte und was ich auch schon das ein oder andere Mal in Tausch- oder Trash-Paketen drin hatte. Das stinkt. Ich mag das nicht.
ich habe noch eins im Backup da, das werde ich auch mit der Nase verschlossen verwenden, weil das Produkt an sich okay ist. Wenn es rauskommt, sieht es so aus in der Dusche, als hätte, weiß Gott was, irgendwie ein Eimer Erde reingeschmissen. Also es ist auch einfach dreckig, sage ich jetzt einfach mal. Mir gefällt das nicht so gut. Ne? Das ist ein mechanisches Peeling. Klar, als Körperpeeling würde ich auch eigentlich immer nur mechanische Peelings verwenden. Ja, hat mir nicht gefallen. Also vom Duft her und von der Pflegewirkung her. Ja, okay, es hat gepeelt, aber dann habe ich noch ein weiteres Produkt hier aus dem Testvideo von Isana, der Warmwachs Roll-On. Ach, der hat nicht funktioniert. Also ja, ich habe das Ding einfach in die Mikrowelle gestellt. Es war easy peasy, 20 Sekunden rein, bumm, war das Ding warm. Dann habe ich diesen Propfen drauf gemacht und konnte das dann über die Beine rollen. Aber schon nach kürzester Zeit, ich weiß nicht, nach 10 Minuten oder so, ist das Ding wirklich schon so gewesen, dass ich nicht mehr weiter rollen konnte. Das heißt, da hätte ich dann den ganzen Roller sauber machen müssen und dann nochmal das Ding in die Mikrowelle stellen und dann weitermachen. Und da war ich noch nicht mal mit dem ersten Bein fertig, um ehrlich zu sein. Cool finde ich, dass du hier halt auch diese Fließstreifen mit dabei hast, die du theoretisch unter warmem Wasser halt auch sauber machen könntest. Wenn ich das machen würde, würde mein Freund mir wahrscheinlich den Kopf abreißen, weil du damit vielleicht so ein bisschen auch die Rohre verstopfst, keine Ahnung. Bärenduft, ja, hat gut gerochen, hat mir auch eigentlich ganz gut gefallen, aber wie gesagt, es ist nichts für mich. Ich gebe das auch weiter. Mal gucken, wer da Bock drauf hat. Dann habe ich hier noch ein Haushaltsprodukt, Antifusselbälle. Das ist ein 8er-Set gewesen. Ja, das, als ich das im Haul gezeigt habe, hatten auch schon einige kommentiert, du, Claudi, das ist nichts. Ihr habt recht, das ist für die Tonne gewesen. Ich habe das wirklich auf Herz und Nieren getestet. Ich habe das sowohl bei der 60-Grad-Wäsche, also Handtücher und so genommen, also als Antifussel, als auch bei Sammys Wäsche. Ja, Sammy hat so Decken. Die werden auch dann mal gewaschen, zusammen mit unseren Bartmatten, wo dann halt ganz viele Hundehaare drauf sind, wo sich ja theoretisch die Haare hier dran hätten festsetzen sollen. Haben es aber nicht. Ich weiß nicht. Ich habe die Produkte auch nachher zusammen, also ich habe das im Trockner verwendet, ne? Ich habe das dann nachher in den Trockner gepackt und also vom Gefühl her würde ich sagen, dass diese Antifusselbälle dafür gesorgt haben, dass sich mehr Fussel bzw. Haare aus den Produkten gelöst haben und nachher in diesem Auffangsieb drin waren. Das würde ich einfach so vom Gefühl her sagen. Ob das so war, das weiß ich nicht. Also ich werde sie jetzt nicht weiter verwenden, weil ich das überflüssig finde, um mal ganz ehrlich zu sein. Ich habe so meine ganz normalen Schafwolle-Trocknerbälle und meinen Waschball für die Waschmaschine. Da brauche ich nicht dieses Ding. Kaffeemaschine lässt grüßen, sie wurde eine Stunde nicht benutzt und beschwert sich. Genau, dann spült die nämlich immer. So, dann habe ich ein Produkt von Dalton leer gemacht und zwar das Comfort Clean Sensitive Skin Reinigungsfluid. Ich habe über die Dalton Produkte schon eine komplette Testreihe abgedreht, ein sehr langes, sehr intensives Video. Hier findet ihr nochmal alles ganz intensiv erklärt und dargestellt in diesem wundervollen Video, was ich gedreht habe, was ich, ne, ich habe mir sehr viel Mühe dabei gegeben. Ja. Also, das ist ein Produkt, was ich unter der Dusche verwendet habe. Das kommt halt in einer sehr angenehm milchigen Konsistenz raus. Es ist super geeignet für sensitive Haut, für sensible Haut, die ich habe. Es hat die Haut nicht gereizt, es hat nie gebrannt, es hat richtig gut getan. Ja, also das muss ich wirklich sagen. Es hat auch nicht, ich finde, als ich das verwendet habe, hatte ich nach dem Duschen nicht das Gefühl von Spannung auf meiner Haut. Das muss ich auch dazu sagen, was ich normalerweise sonst habe. Eigentlich dementsprechend ein tolles Produkt. Es ist halt ein bisschen hochpreisiger, aber es hat mir wirklich gut gefallen. Es ist hochpreisig, aber dafür hier sind auch 200 Milliliter drin. Das darf man halt auch nicht außer Acht lassen. Dann habe ich ein Shampoo leer gemacht und zwar das von New by Xylitol Have a Berry Special Day Amaze with New Icy Berry Shampoo. Meine Herren, habe ich das geliebt. Nicht nur wegen dieser geilen Verpackung, wo du hier einfach so draufdrücken musst und wirklich, du kriegst ja alles da raus, ne? Ich habe es nachher über Kopf gestellt und du kriegst da jeden Pups raus. Auch aufgrund dieses unfassbar guten, eisigen Beerenduftes. Boah, hammergeil. Also richtig, richtig gut. Sondern auch die Pflegewirkung hat mir gut gefallen. Also meine Haare haben sich dadurch auch toll angefühlt. Und ja, habe ich jeden Tag verwendet, außer dienstags und freitags. Da habe ich ein anderes verwendet und es hat mir richtig gut gefallen. Kann ich nur empfehlen. Ja, dieses Ding lacht uns alle schon die ganze Zeit an. Auch die Beauty Bikini Mask habe ich verwendet. Ja, das ist eine Maske, die du verwendest, nachdem du dich rasiert hast oder epiliert hast oder gewachst hast, und zwar im Intimbereich. Es braucht kein Mensch, ne? Ob ich jetzt diese, upsala, riesengroße Maske verwende oder ob ich einfach von Ico, glaube ich, habe ich, oder Iloco oder so, habe ich eine Aftershave-Creme einfach. Die ist besser. Weil ich meine, klar,
wenn du dir diese Maske drauf machst, nachdem du dich frisch rasiert hast und die dann ne, einfach einwirken lässt, ist natürlich die Stelle, wo die Maske drauf war, ohne Rasurpickel und der Rest drumherum, wo du natürlich gar kein Produkt drauf gemacht hast, ist gereizt, ne? Aber ja, ich benutze da lieber einfach meine Aftershave-Creme. Das ist einfach Spielerei gewesen. Ist ganz nett, sieht witzig aus, erfüllt seinen Zweck, aber es ist einfach viel zu viel Müll und ich musste mir auch eine Unterbüchse drüber ziehen, weil das ansonsten rumgerutscht ist wie sonst was. Weil was machst du in den 10 bis 15 Minuten, wo die Maske draufkommt? Ja, du cremst dich ein. Das heißt, du bewegst dich auch ein bisschen. Ja, dadurch bekommt das Ding natürlich auch Bewegung. Das ist halt so eine Hydrogelmaske gewesen und rutscht da durch die Gegend, fällt dir 5-mal runter und dann denkst du dir irgendwann, jetzt ziehe ich mir auch noch meine Unterhose an. Das war nicht so geil. Nee, würde ich nicht nachkaufen. So, dann habe ich ein Produkt leer gemacht und zwar von Isana, das Duschgel mit zart blumigem Dufterlebnis. Du bist so schön. Das habe ich von der lieben Karin, ich glaube, letztes Jahr zum Geburtstag bekommen. Richtig gut. Das hat so toll gerochen. Intensiver, mega toller Blumenduft, als würdest du über eine Blumenwiese gehen. Hat mir echt gut gefallen. Also vielen, vielen Dank, kann ich echt nur sagen. Aber ich glaube, das war limitiert. Echt schön. So, als nächstes habe ich hier eine weitere Bodylotion leer gemacht und zwar von Hillinger Cosmetics. Natural Spa Bodylotion, ideale Pflege für den ganzen Körper mit der Kraft der Natur. Ja, das war ein Produkt, was ich glaube ich in der Lifestyle-Box drin hatte. Das hat sehr natürlich gerochen. Ja, fast schon so ein bisschen männlich, so ein bisschen waldig. Also das ist ein Produkt, was ich so für den Winter empfehlen würde. Ja, ansonsten war das okay, aber halt jetzt kein Schlüpperstürmer in meinen Augen. Ich glaube, das ist halt eher was für Männer. Ich stehe dann doch eher auf diese blumigen Düfte. Ich finde, dass das nicht so geil zu mir gepasst hat. Ich meine, man sieht, ich bin halt echt, ich mag es gern mädchenmäßig. Gut, dann habe ich hier noch eine Maske leer gemacht und zwar von Mask Me Up. Das hatte ich in der Goodiebox mit drin. Das ist die Heal Mask. Das ist diese hier. Ja. Das war einfach anzuwenden, ne? Und die habe ich dann, ich glaube, so von 8 bis 12, also 4 Stunden so ungefähr drauf gelassen auf den Hacken. Ich bin damit nicht in, also ich habe das nicht mit dem Bett angezogen, weil mir das auf den Keks gegangen wäre. Braucht man sowas? Nein. Ich verwende jeden Abend eine Fußcreme. Da brauche ich keine Heel Mask. Also da, ja, war Spielerei, muss ich sagen. Ja, war nett. Hat in dem Sinne auch gepflegt, aber auch so ein Pflegekram in diesem Ding, was man auseinander und geöffnet und drauf gemacht hat, ne? Ja, ähnlich halt wie bei diesen Hornhautentfernungsmasken für die Füße. Aber ich würde es mir jetzt nicht nachkaufen, nein. So, dann habe ich eine Mascara leer gemacht und zwar die kleine Ausgabe von der Too Faced Better Than Sex Mascara. Ja, es ist halt eine Mascara, die ich richtig, richtig gerne mag und die ich einfach empfehlen kann. Beziehungsweise gibt es mittlerweile auch ein sehr gutes Dupe dazu in der Drogerie, die von L'Oreal, deren Namen ich gerade vergessen habe. Super. Auf jeden Fall, ja, ne? Habe ich echt vergessen. Furchtbar. Ich habe sie auch da. Ich finde die auch sehr vergleichbar, ne? Genau, aber die war irgendwie in so einem Geschenkpack mit drin, die kleine Ausgabe. Deswegen habe ich die halt hier und hat mir gut gefallen. Und ich freue mich jedes Mal, wenn ich sie verwenden kann. So, dann habe ich einen Topcoat leer gemacht. Das ist von Essence der Ultra Quick Dry Topcoat. Jo, ne? Hat mir gut gefallen. Würde ich auch nachkaufen, kann ich empfehlen. Ich mache mir immer erst einen Basecoat drauf, dann mache ich Farbe drauf und dann mache ich einen Topcoat drauf, falls du wissen möchtest, was ich auf meinen Nägeln trage. Ich heiße AidoYP auf Instagram, blende ich dir ein. Ich habe mir jetzt zur Aufgabe gemacht, dass ich immer, wenn ich meine Nageldesigns bastel, dass ich das auch auf Instagram einfach als Foto poste, dass man da einfach nochmal nachschauen kann. Genau. Und ich weiß nicht, ob der jetzt unbedingt dafür hilft, dass die Nägel schneller trocknen. Das würde ich jetzt eher nicht sagen. Aber er macht auf jeden Fall, dass die Oberfläche geschützter ist. So kratz- und stoßfester über den Zeitraum, wo du halt dein Nagelkram drauf hast. Ja, deswegen kann ich empfehlen. Und war gut. Dann habe ich ein Produkt für die Füße leer gemacht. Und zwar von Meditao Rosenbalsam. Sanfte Pflege für Haut und Narben. Das hatte ich in der Tao-Box drin. Und den hatte ich schon mal in klein. Den finde ich richtig klasse. Mir war nur der Deckel etwas gebrochen. Aber das tut dem Produkt ja keinen Abbruch. Riecht wirklich angenehm nach Rose. War sehr, sehr fest. Ich bin dann immer mit dem Fingernagel so da durchgegangen und habe mir das dann auf die Füße gemacht. Hat meine Füße schön gepflegt. Das ist eigentlich so für komplett die Haut, ne? Du kannst es auch als Bodylotion, sage ich mal, verwenden. Aber für die Füße war es für mich persönlich echt perfekt.
fand ich gut. Dann habe ich Invisibobbles leer gemacht, beziehungsweise ja, leer gemacht, ne? Ausgeleiert, wie auch immer. Das sind diese hier gewesen, die Originalen einfach. Ja, da war, hat man immer mal wieder in Boxen drin und wie auch immer. Und finde ich gut. Ich habe heute auch mal wieder einen Invisibobble drin. Ich habe eigentlich immer Invisibobbles drin. Die helfen einfach, dass die Haare nicht so schnell abbrechen. Und das finde ich ganz gut. Deswegen sind meine Haare vielleicht auch so eine Walle-Walle-Mähne. Man weiß es nicht. Nein, wahrscheinlich nicht. Aber es hilft einfach dabei und das finde ich gut. Ja, bei mir leiern die halt immer sehr schnell aus, weil ich halt eine krasse Haarlänge habe und ich mache die dann trotzdem immer wieder in so zwei Behälter habe ich und dann kommen die immer in heißes Wasser, kaltes Wasser, heißes Wasser, kaltes Wasser. Dann dehnen die sich aus und ziehen sich halt dann wieder zusammen und bis sie dann halt wieder eine annehmbare Flexibilität haben. Aber das kannst du immer nur bis zu einem gewissen Grad machen, weil irgendwann sind die einzelnen Moleküle von dem Produkt so dermaßen zerbrochen, beziehungsweise diese, ach, ich kann keine Chemie, Leute, tut mir leid, aber diese Ketten, die die einzelnen Partikel miteinander verbinden, sind dann halt einfach kaputt und dann zieht sich das nicht mehr ordentlich zusammen und dann geht's nicht mehr. So, genau, aufgebraucht. Dann habe ich gestern, von Nuvos Heilerde die Anti-Pickel-Maske gemacht bei fettiger, unreiner Haut. Das ist eigentlich immer so mein SOS-Produkt, sage ich mal, wenn ich solche Viecher hier unten bekomme. Hat aber bei mir jetzt leider nicht so mega geholfen. Ein bisschen, ja. Also es nimmt die Entzündung halt raus und ja, beruhigt, ne? Es ist halt Heilerde. Die hat mir aber aktuell, also ja, gestern leider etwas sehr gekrümmelt. Ich habe dann auf der Couch gechillt, habe mir meinen Kaffee getrunken. Und als ich dann irgendwann am Kaffee getrunken habe, merkte ich nur auf meinen Beinen, wie da irgendwie was Krümmeliges drauf kam. Und dann, ich glaube, ich müsste mal die Maske abnehmen. Da habe ich sie mir ein bisschen zu dick drauf gemacht. Genau, das ist naturreine Heilerde mit Jojobaöl. Kann ich wirklich empfehlen. Also wenn man so Probleme mit etwas unreiner Haut hat oder mit vergrößerten Poren, das ist wirklich eine gute Geschichte, die auch einfach eine erschwingliche Sache ist. Ne? Deswegen. So, nach 100 Jahren gefühlt, ja, hat mein Freund die Balea-Cremeseife sensitiv aufgebraucht. Er hat eine Seife bei sich am Waschtisch stehen und ich bei mir. Und dann haben wir noch eine bei uns im Gästebad, genau. Und die hier ist jetzt an seinem Tisch gewesen. Ja, die hat er echt, glaube ich, 2 Jahre da stehen gehabt. Und ich glaube, so lange darfst du die gar nicht aufhaben, oder? Weiß ich gar nicht. Nö, die wäre noch haltbar gewesen bis 12/2020. Okay. Witzig, oder Fun Fact, ich habe ihm danach eine andere Seife hingestellt, die etwas männlicher riecht. Und dann sagte er, boah, die riecht voll nach Sauna. Ja, wenn du vorher so eine Sensitivseife hattest, dann kann ich mir das gut vorstellen. Die hat auf jeden Fall gut die Hände gereinigt und ja, ist jetzt einfach aufgebraucht und ja, hat gut gefallen. Genau, so. Dann habe ich ein Produkt ebenfalls für die Hände aufgebraucht und zwar von Isana, die Nagellackentferner-Dinger. Das ist so ein Pöttchen, wo du deinen Finger reinstecken kannst und ich habe einfach in letzter Zeit relativ häufig auch dunkle Nagellacke verwendet, deswegen ist das Ding jetzt so dermaßen verfärbt, dass man da einfach nichts mehr runterbekommt. Sieht man jetzt wahrscheinlich nicht unbedingt gut, aber hier ist ein Schwämmchen drin, was mit Nagellackentferner getränkt ist und ja, da muss man einfach seinen Finger dann reinstecken und dann entfernt der Nagellack sich halt einfach. Finde ich ganz gut, weil man so halt auch entsprechend auf, das ist irgendwie angespannt, wenn man so auf Wattepads verzichten kann, denn ich verwende ja nur noch für Nagellackentfernung Wattepads und gar nicht mehr für Abschminken oder so und jetzt brauche ich das halt ja auch nur noch für die Füße verwenden, was ich richtig gut finde, deswegen werdet ihr auch 100 Jahre lang keine Abschminkpads bei mir in den Aufgebraucht-Videos sehen, sondern erst, wenn ich so eine Packung aufgebraucht habe, die noch irgendwie da bei mir rumsteht. Genau. Kann ich aber mega empfehlen. Die gibt es, glaube ich, in jeder Drogerie, auch von der Eigenmarke. Die von Isana finde ich echt klasse und ja, sind empfehlenswert. Dann habe ich leer gemacht von Trésor Solaire, von Rare Paris. Genau, Made in France. Trésor Solaire, das ist eine Maske gewesen. Ich war im Garten und danach habe ich die genommen. Und das war optimal. Also das ist halt wirklich so, ne, für die, du bist draußen gewesen, deine Haut ist wirklich sonnengeschädigt, sage ich mal, oder die ist halt gerötet und warm und und dann nimmst du die Maske und alles wird mit Feuchtigkeit durchtränkt und alles fühlt sich wieder lebhaft an. Und deswegen habe ich die genommen, die hat mir sehr gut gefallen. So, und jetzt blende ich dir einfach mal ein, was du in diesem Video gewinnen kannst und ja, sag dir gleich, was du tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen. Um an der Verlosung teilzunehmen, schreib mir doch einfach mal unten in die Kommentare irgendeinen Videowunsch von dir, was du dir wünschen würdest, was ich irgendwann mal hier auf diesem Kanal zeige. Und ja, dann versuche ich, das natürlich zu erfüllen, denn Ideen sind gut, die brauche ich natürlich auch hier. Genau.
und aus den ganzen, die kommentieren, wird ausgelost. Natürlich solltest du Abonnent meines Kanals sein, das bist du entweder schon oder du wirst es hier unten einfach mal und am besten aktivierst du die Glocke. Und ich fände es übrigens richtig cool, wenn du meinen Kanal abonnieren würdest, denn ich habe in meinen Analytics gesehen von meinem YouTube-Kanal, dass 45% meiner Zuschauer noch nicht den Abo-Button geklickt haben. Mensch! Das heißt, fast jeder zweite von euch hat noch nicht auf den Abo-Button geklickt. Macht das gerne einfach mal. Und ja, dann könnt ihr nämlich auch an diesen ganzen Verlosungen teilhaben und an meiner Welt und werdet von mir ungefähr täglich genervt mit meinen Videos. Ich würde mich auf jeden Fall mega drüber freuen und ja, wünsche einfach viel Glück für die Verlosung. Genau, jetzt mache ich einfach mal weiter, denn ich habe hier noch einen Sonnenschutz leer gemacht. Und zwar von I+M Sun Protect Sonnencreme für das Gesicht. Das ist ein Produkt gewesen, von der I+M Marke. Das ist aus Berlin, wasserfest, waterproof, mit Lichtschutzfaktor 30. Das war echt so eine Hassliebe, ne? Es war gar nicht so leicht, das zu verwenden. Also du hast hier oben so einen R2D2-Spender von dem Produkt. Ich nenne die immer so, ich weiß gar nicht, wie man die nennt. Das ist ein Rausdruckspender. Und ich habe immer richtig wenig davon verwendet. Und trotzdem, egal welche Gesichtscreme ich drunter gegeben habe, egal welches Serum oder sonst was, es hat krümeln wollen. Und das fand ich echt furchtbar. Es hat mir nicht gefallen. Also das würde ich mir persönlich nicht empfehlen und auch nicht nachkaufen, weil mir das einfach zu sehr gekrümelt hat. Das fand ich blöd. Es hat nicht geweißelt. Das fand ich gut. Es hat auch gut gerochen und ne, war alles tutti. Aber dieses Krümmeln, das hat es nicht jeden Tag gemacht. Aber ich sag mal so jeden dritten Tag. Man konnte jetzt nicht die Uhr danach stellen, aber es hat es getan. Und das fand ich blöd. Und wenn Produkte so krümmeln, das ist für mich immer so, finde ich ganz gruselig. Mag ich gar nicht. So, dann habe ich noch ein weiteres Produkt von Dalton aufgebraucht und zwar den Toner Comfort Clean Sensitive Skin. Ja, der hat mir auch ganz gut gefallen. Den habe ich mir in einen Sprüher umgefüllt und dann auf mein Gesicht gesprüht und danach halt das Serum aufgetragen, die Augencreme, die Gesichtscreme, ne? Eine schöne Geschichte, guter Duft, hat gut getan, hat meine Haut überhaupt, das hat nie gebrannt. Nee, das hat auch nie gebrannt. Und ja, dazu auch mehr in dem Dalton-Testvideo. War auf jeden Fall ein gutes Produkt. So, dann haben wir hier noch eine Maske. Ja, ich habe einige Masken gemacht. Ich mache immer relativ viele Masken, weil ich liebe Masken. Ich verwende zwar auch Crememasken, die im Pöttchen bei mir im Badezimmerschrank stehen. Auch da kannst du mir auf Insta folgen, denn ich poste manchmal in meiner Story einfach mal so, was unter meiner Dusche steht oder was aktuell in meinem Badezimmerschrank drin ist, in der generellen aktuellen Pflegeverwendung. Genau. Aber ab und an verwende ich einfach mal eine Tuchmaske, einfach fürs Gefühl und weil ich den Bums da hinten mal aufbrauchen muss. Darf man Bums eigentlich sagen? Ja, ne? Darf man. Ist ja zweckentfremdet das Wort. Das hier ist von Dermaseel Totes Meer Tuchmaske Detox Effekt mit grünem Tee gewesen. Und die war echt toll. Da war viel Serum drin, das war kräuterig, hatte zwar ein dickes Vlies, saß aber gut und danach war keine Gesichtscreme nötig. Ja, ich verwende sowas nämlich als Serumersatz. Also wenn ich so meine ganz normale Step-by-Step-Pflege mache, verwende ich das nach dem Toner und dann lege ich das auf mein Gesicht. Und normalerweise verwende ich dann natürlich danach die Augencreme oder die Tages- oder Nachtcreme. Und die war halt so dermaßen reichhaltig und feuchtigkeitsspendend, dass ich dann auch keine Gesichtscreme brauchte. Und das fand ich ganz gut. Doch, die kann ich empfehlen. Die war klasse. Dann habe ich etwas leer gemacht. Yves Rocher Anti-Pollution. Das war ein merkwürdiges Produkt. Es ist ja immer mehr im Kommen, ne? Diese Kopfhautpeelings. Und das war so ein Kopfhautpeeling. Es war komisch, das drauf zu machen, weil du erst dieses Gefühl hattest, du machst dir irgendwas Öliges in die Haare. Vor allem an den Ansatz. Das war echt Überwindung. Aber es hat gut getan. Es hat auch gut funktioniert. Ich hatte danach nicht irgendwie, dass ich schuppige Stellen am Kopf habe. Ab und an habe ich das einfach mal. Oder dass ich so Pickelchen auf der Kopfhaut hatte. Das war halt damit echt weg. Ne? Also seitdem ich das nicht mehr verwende, habe ich das. Also aktuell habe ich hier auch drunter noch ein Pickelchen. Ne? Keine Ahnung, das tut gut. Aber es ist ein ganz merkwürdiges Gefühl, was echt Überwindung kostet, das zu verwenden, muss ich sagen. Dann habe ich ein Produkt unter der Dusche gehabt. Und zwar von Yves Rocher. Das war ganz toll. À l'argent. E à la Rose mit Argan und Rose. Ein Duschöl. Das habe ich von der lieben Jule zum Geburtstag bekommen. Leute von heute, das war total toll. Das hat so gut gerochen. Es hat sich schön angefühlt. Es war jetzt nicht so ein Produkt, was so ein mega schaumiges Erlebnis gemacht hat. Also das ist vielleicht etwas, was man im Frühling verwendet, wenn es jetzt nicht so unbedingt heiß draußen ist.
weil das halt auch eher so ein warmer Duft war, ne? Weil du halt dieses Argan mit dabei hast. Keine Ahnung, es war halt super, super angenehm vom Duft, war ein schönes Gefühl auf der Haut. Mir hat es gut gefallen. Also das würde ich mir tatsächlich auch nachkaufen. Mir hat auch dieser Öffnungsmechanismus gefallen. Das riecht so gut. Es riecht so gut nach Pfingstrose und dieses Arganöl. Ganz, ganz toll. So, was haben wir denn als nächstes hier drin? Ja, das ist ein Conditioner gewesen von Avène. Ja, der soll die Haare auch so ein bisschen elastischer machen. Da musste ich ein bisschen mit kämpfen, wenn ich ehrlich sein darf. Denn der Duft war nicht ganz so meins. Nee, das war... Wie riecht das? Hat das was von Ingwer? Es hat auf jeden Fall was Männliches. Ich glaube, das ist auch irgendwie Sandelholz oder so. Irgendwie so was Männliches. Also, ich sag mal, das riecht auch ein bisschen wie ein Männerdeo. Deswegen musste ich mich da halt echt zu zwingen, das zu verwenden, weil das nicht so ganz meine Duftrichtung war. Hat aber für meine Haare gut getan. Ne, gebe ich mir dann ja in die Längen und Spitzen. Da hat mir das gut gefallen, aber ja. Würde ich mir nicht nachkaufen aufgrund des Duftes tatsächlich. Und bevor jetzt mein Akku schon wieder schlapp macht, so wie beim letzten Mal, mache ich jetzt mal eben kurz einen Akkuwechsel. Machen wir weiter mit einem weiteren Körperpflegeprodukt und zwar von Roger & Gallet. Oh, die war toll. Rose Soothing and Nourishing Body Lotion. Oh, dieser Duft, den liebe ich so sehr. Ich glaube, das habe ich von Marion bekommen. Ich liebe den Duft von Roger & Gallet, diese Rose... Upsala. Diese Rose-Reihe. So angenehm, aber ja, diese 50 Milliliter, das hat mir gerade mal für zweimal gereicht oder so, ne? Ganz, ganz toll. Das hat die Haut halt schön gepflegt und ich habe toll nach einem Rosengarten geduftet und habe dann auf der Couch gelegen und mir gedacht, ja, das ist einfach meine Welt. Also das war echt toll. Aber es ist so teuer, aber es war toll. Dann habe ich etwas für die Waschmaschine leer gemacht und zwar verwende ich da ja einen Waschball und irgendwas ist ausgelaufen, mal wieder. Ich glaube, das war die Maske. Genau, die Intimmaske. Die war's. Auf jeden Fall verwende ich einen Waschball und mache da ätherische Öle rein, einfach damit die Wäsche so einen leichten Duft bekommt. Ich mache da nicht so viel rein, tatsächlich, also immer nur so 3 Tropfen oder so. Genau, einfach nur fürs Gefühl, damit es nach irgendwas riecht, wenn es nachher aus der Waschmaschine oder aus dem Trockner rauskommt. Ja, genau, da habe ich das hier von Baldini verwendet. Ja. Hat mir gut gefallen. War mit Orange. Mag ich ja als Duft jetzt nicht so unbedingt. Ist auch aus der Tao Oasis Box gewesen. Als Duft, so als Körperprodukt oder so, mag ich nicht so gerne Orange. Aber in den Klamotten, so als kleiner, dezenter Duft zwischendurch, hat es mir gut gefallen. Als nächstes habe ich aufgebraucht von Oibos Urea 10%. Das ist eine Fußcreme gewesen. Die hat mir auch wieder ganz gut gefallen. Duft, ja, müssen wir gar nicht drüber reden. Das ist halt mit 10% Urea. Das hat seinen ganz eigenen Duft. Hat aber gut die Haut gepflegt, also die Füße. Und wie gesagt, abends verwende ich immer eine Fußcreme. Mittlerweile habe ich keine Fußcreme mehr. Da verwende ich einfach eine Handcreme dafür. Dann ziehe ich mir Socken drüber und dann kann das so seine 4 Stunden ungefähr einwirken. Und im Bett ziehe ich mir dann die Socken aus. Ja. Spektakuläre Information, muss ich sagen. War in einer Apothekenbox mit drin und das hat mir gut gefallen. Doch. Dann habe ich ein Parfüm leer gemacht und zwar von Clinique, das Happy Parfum, was ich im Clinique Adventskalender drin hatte. Da war ich ein bisschen enttäuscht von, denn ich hatte eigentlich gehofft, dass dieser Duft, den dieses Parfum hat, wenn ich mir das drauf sprühe, der halt sehr sportlich erwachsen ist, sage ich mal, auch über den Tag hält, aber... Ich habe den draufgesprüht, habe mich ins Auto gesetzt, bin eine halbe Stunde zur Arbeit gefahren und da war er schon weg. Also das war echt schade. Deswegen, ja, würde ich mir so nicht nachkaufen und würde ich halt auch nicht empfehlen. Dann habe ich, jetzt nehme ich mal diese Tüte raus, ne, ein bisschen was aussortiert. Ihr wart ja dabei, als ich meine komplette Schminksammlung abgefilmt habe, die ich hier oben mal verlinken kann. Und da habe ich auch das ein oder andere aussortiert. Einfach, weil es in die Tonne gehört. Das kommt auch nicht in meine aufgebrauchte Kosmetik 2020 mit rein. Das kommt jetzt einfach direkt in den Müll, weil es einfach abgelaufen ist. Denn in die aufgebrauchte Kosmetik von 2020 kommen nur Produkte, die auch wirklich leer sind. So. Love Rose Sculpting Mascara von Love. Eine schöne Mascara. Also ich hatte mir tatsächlich mehr davon erhofft, weil Packaging mega hochwertig. Und ja... Ich hatte mir mehr davon erhofft. Ja, die ist dann aber halt irgendwie gekippt. Die war im Love Adventskalender drin. Und der Love Adventskalender, den habe ich vor etwa einem halben Jahr aufgemacht. Ja, und die ist auch nur 6 Monate haltbar. Und sie riecht nicht mehr gut.
Die stinkt wie Hulle. Also wenn ich die drauf mache, ich habe den Duft auch den ganzen Tag auf meinem... Also ich rieche das, ne? Bah, das riecht so dermaßen chemisch. Ich weiß nicht, ob das von Anfang an auch so war. Bin mir da nicht mehr sicher. Aber die stinkt dermaßen, dass sie jetzt einfach in die Tonne gehört. Dann habe ich ebenfalls aussortiert, weil gekippt oder nicht mehr haltbar, von Alverde diesen Matte Lipstick. Das ist einfach so ein Stift. Sowas finde ich eigentlich ganz schön, ne? Also wirklich, das ist jetzt nichts Verkehrtes, weil gerade Naturkosmetik im Lippen- und Mundbereich ist eine ganz gute Geschichte. Aber ja, der riecht nicht mehr gut. So gar nicht. Der stinkt nach Knetgummi von hier bis nach Ultimo. Dann habe ich einen Concealer aussortiert. Das ist von Dr. Perricot, der Lumine Expert, den ich richtig gut finde und den ich letztes Jahr im Sommer halt enorm gerne getragen habe, weil der so dezent ist. Der ist sehr, sehr zurückhaltend. Aber er ist trotzdem da, weil es halt auch gleichzeitig nochmal so ein bisschen Aufhellung gibt und eine Augenpflege ist. Also den kann ich euch wärmstens empfehlen, der ist echt klasse. Ist halt jetzt einfach sowas von drüber. Den habe ich letztes Jahr im Mai zum Geburtstag gekriegt von Dr. Perricot und der ist nur 6 Monate haltbar. Also ja, sowas dann im Augenbereich ist kritisch. Dann habe ich etwas aussortiert von Dermacool, der Make-up-Cover. Gedünsen, das ist so eine Tube, die bis Juni diesen Jahres haltbar ist, hat bei mir nie wirklich so funktioniert, wie ich es hätte haben wollen. War immer irgendwie ein bisschen streifig und es war super hell, dann musste man das gut einarbeiten, weil ansonsten bist du so hell geblieben und das war auch so ein leichter Grauschleier. Und jetzt ist er abgelaufen, jetzt muss er gehen. Und dann habe ich ebenfalls von Judith Williams einen Concealer aussortiert, das ist dieser hier. Ja, der ist auch nicht mehr so das Wahre, ne? Das ist zum Hochdrehen gewesen, hat hier so ein Schwämmchen-Applikator und der ist einfach richtig drüber. Hätte eine Haltbarkeit von 6 Monaten und ich glaube, ich habe den in meinem ersten Full-Face Judith Williams Produkte letztes Jahr im Sommer geöffnet und das ist halt auch schon drüber. Dann ist mir dieser Lippenstift gekippt von Birds & Bees. Das ist dieser hier. Hat eine wundervolle Farbe, der ist richtig schön, aber auch der riecht jetzt nach Knetgummi und der sieht irgendwie merkwürdig aus. Also da habe ich so Pickelviecher oben auf dem Lippenstift und wenn ich sowas habe oder einen weißen Pflaumen, ist es für mich so neben dem Duft von Knetgummi die klare Information. Claudi, du musst es aussortieren. Ja, dann habe ich hier etwas ebenfalls von Dr. Perricot aussortiert, weil halt, ne, ebenfalls zu dem Zeitpunkt Geschenk gekriegt zum Geburtstag. Das war eine glättende Make-up-Grundierung. Die fand ich gut. Die hat mir, also das ist ein Primer, hat mir richtig gut gefallen. Du hast es drauf gemacht und deine Haut hat sich direkt angefühlt, als wäre es Samt. Und es hat super schön ausgesehen, hat unter jeder Foundation super funktioniert. Also das war echt, echt klasse. Aber ich habe es nicht aufgebraucht bekommen, leider. Deswegen muss es jetzt halt leider auch gehen. Dann habe ich hier von Stila einen Concealer, den ich mal, ich glaube, bei TK Maxx geschossen habe, in der Farbe Beige 4. Habe ich aber letztes Jahr im Sommer zusammen mit meiner Mom geholt und das Ding ist 12 Monate gut, ne? Also man hätte es 12 Monate lang offen haben dürfen. Und bei TK Maxx weiß man halt nie so genau, wie lange jetzt exakt die Produkte schon offen waren. Da ist jetzt nicht so ultra viel drin. Aber auch die Farbe ist hier einfach für mich viel zu dunkel. Aber dieses Pastige von dem Concealer hat mir ehrlich gesagt eigentlich ganz gut gefallen. Dann habe ich auch von Essence die You Better Work Gym Proof Tinted Day Cream aussortiert, weil auch die nur 6 Monate haltbar ist. Und ich weiß gar nicht, ob ich die selber mir mal gekauft habe oder ob ich die sogar ertrashed habe. Aber die ist sowas von über einem halben Jahr alt, weil die habe ich schon seit Anfang des Jahres bei mir im Spiegelschrank stehen. Ja, war ein gutes Produkt mit einer sehr, sehr leichten Tönung. Hat mir aber gut gefallen, weil du auch noch einen Lichtschutzfaktor damit drin hattest. Das war dann ganz praktisch, ne? Lichtschutzfaktor von... Weiß ich nicht. Hat die gar keinen Lichtschutzfaktor? Doch, UVA und UVB-Filter. Aber wie hoch der Lichtschutzfaktor ist, steht hier auch nicht drauf. Ja, läuft bei dir, ne? Naja, auf jeden Fall habe ich immer gedacht, dass das auch in dem Sinne ein guter Sonnenschutz wäre, auch wenn es nicht draufsteht. Dann habe ich von MAC jetzt einen Mini-Lippenstift aussortiert, weil ja, er auch einfach schon sehr, sehr lange offen ist und auch sowas hält jetzt nicht 100 Jahre. Die Farbe ist Half Cuff und auch der riecht nach Knetgummi und ich weiß nicht, ob man das sieht, aber der hat da... Ich weiß nicht, so leichte Pünktchen halt auch mit drauf und der riecht halt nach Knetgummi, ne? Da will ich jetzt nicht dran riechen, weil dann kriege ich schon wieder Kopfschmerzen. So, und dann habe ich als letztes Produkt aussortiert von Nico Pro den Liquid Jelly Highlighter in der Farbe Bali. Den habe ich noch gar nicht so lange. Der wäre auch 12 Monate haltbar, aber Leute, da sind schwarze Pünktchen drin und da weiß ich nicht, was es ist, aber es kann nicht gut sein. Setzt sich halt so komisch ab. Ne. Und wenn ich halt so kritisch
Produkten gegenüber bin, dann werden sie aussortiert. Der war halt ganz interessant. Also Liquid Jelly Blusher, habe ich Highlighter gesagt? Das ist ein Blusher. Es ist eigentlich eher so ein Blushlighter, weil er nur eine ganz, ganz dezente Farbabgabe hat, aber einen schönen Goldschimmer. Also es war schon schön. Also ich trage heute auch einen Liquid Highlighter, ne? In der Theorie schön, aber leider nein, leider gar nicht. So, ein bisschen was habe ich hier noch. Und zwar habe ich von Walz 7 diese Duschbombe gemacht in der Geruchsrichtung Fichte. Im Sommer. Gute Idee. Ich hatte eigentlich immer gesagt, diese Duschbomben von Walz 7, die bringen bei mir nichts. Ich habe auch sowieso immer das Badfenster offen, wenn ich dusche. Dann habe ich ja eine offene Dusche. Das heißt, der Duft entfaltet sich ja eh, wenn er sich bei uns entfaltet, in einem sehr großen Raum. Deswegen hatten die meisten Duschbomben bei mir auch echt keine Chance. Die hier hingegen war intensiv. Die war echt intensiv. Also das hat hier also ganz krass nach Fichte gerochen. Ich habe aber auch die komplette Duschbombe verwendet und nicht nur die Hälfte. Vielleicht war das auch nochmal der Trick dahinter. Ja, ne? Deswegen, ich glaube, die hatte ich auch in einer Yoga-Junkies-Box mit drin. So, dann habe ich leer gemacht von My Little Beauty den Infusion d'Après Fête Lotion. Also das ist einfach eine Reinigungslotion gewesen. Die hatte auch so Goldpartikel oder sowas mit drin. Ja, war okay, habe ich als Make-up-Entfernung für Augen-Make-up und so verwendet. Ne? Das hat es einigermaßen runtergenommen. Ja, aber man musste halt schon ein wiederverwendbares Abschminkpad verwenden in Kombination damit, weil es ansonsten nicht runtergegangen wäre. Das heißt, hätte ich das jetzt nur mit Wasser und dem Produkt gemacht und dann so mit den Fingern so gerieben, hätte das Panda-Augen gegeben. Aber mit diesen wiederverwendbaren Abschminkpads hat es gut funktioniert. Würde ich mir aber nicht nachkaufen, weil ich finde, da gibt es einfach bessere auf dem Markt. War aber halt in der My Little Box mit drin. Und dann habe ich von Dalton noch gemacht die Maske, die Hydrolift-Maske. Das ist diese hier. Ja, wie auch bei den letzten Malen, wo ich die verwendet habe. 1A hat mir richtig gut gefallen. Durchfeuchtet schön die Haut, gibt auch ein schönes Hautbild danach und kann ich auch empfehlen. Ich habe Gott sei Dank noch ein paar Backups da. Aber wenn ich in diesem Universum irgendwann mal keine Masken mehr habe, wäre das eine von den Masken, die ich mir nachkaufen würde. Und dann so als einmal in der Woche oder alle 2 Wochen Maske verwenden würde. Dann habe ich hier immer drin liegen, und das zeige ich auch immer wieder, Nexalotte fliegenfreie Mülltonnenhänger. Das sind diese hier. Ich habe das tatsächlich in unsere Biomülltonne reingehangen. Wenn du das nur in die Biomülltonne reinhängst, dann hat es nicht den Effekt, den du haben willst. Ich habe dann noch ein weiteres gekauft und habe das dann im Haus da in unsere Mülltonnenschublade reingepackt. Seitdem haben wir keine Viecher mehr. Vielleicht war das, was aber in der Biotonne war, auch irgendwann Uppe. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall werde ich mir diese Nexalotte auch immer wieder nachkaufen, weil ich tue so viel. Ich würde alles tun, um keine Fliegen mehr in meinem Müll drin zu haben oder keine Maden. Echt. Und dann habe ich von der lieben Jule die Tuchmaske Copacabana geschenkt bekommen zum Geburtstag. Das hat, ein dickes, unförmiges Vlies, was mir nicht gefallen hat, aber es hat einen tollen Effekt gegeben, denn es war feucht und fliegend. Den Duft habe ich auch gemocht, ne? Ja, das war ein angenehmer Duft, aber das Vlies ist halt echt sehr. Balea hat manchmal diese ganz, ganz dünnen Vliese und manchmal haben die diese ganz dicken Vliese und das hier war halt eins mit diesen dicken Vliesen. Das war nicht ganz so meine Welt. So, dann habe ich hier noch ein Shampoo von Frizzies John Frieda. Unendliche Geschmeidigkeit. Das war ein Shampoo, was ich dienstags und freitags verwendet habe. Und das fand ich richtig, 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 richtig gut. Ich mag die John Frieda Shampoos ja sowieso sehr, sehr gerne. Und das hat mir von der Pflegewirkung her richtig gut gefallen und auch vom Duft. Ja, dann habe ich noch einen Primer leer gemacht und zwar von Becca, den Skin Love Brighten and Blur Primer. Der war halt auch eher so in die Richtung silikonig, aber schön. Feuchtigkeit gespendet hat er. Gut unter so gut wie jeder Foundation funktioniert. Ich wüsste jetzt nicht, mit welcher er nicht funktioniert hätte. Würde ich ihn mir in groß nachkaufen? Eher nicht. War so ein kleines Prüppchen, was man in so einer Goodiebag von Douglas mal mit drin hatte, als man einen gewissen Bestellwert erreicht hatte. Ne? Ja, Hydra Complex, Glow Nectar, Brightening. Also da benutze ich lieber von Catrice den Tensation 0 Primer. Der ist sehr, 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 sehr ähnlich. Wobei der Tensational noch sogar ein bisschen besser ist, weil der halt noch richtig feuchtigkeitsspendender ist. Ne? Und halt nicht diese silikonige Konsistenz hat, sondern eher eine milchige Konsistenz. dann habe ich noch ein paar Ampullen leer gemacht, die ich hier mal kurz rausfussel.
Und da habe ich zweimal von Isana diese hier leer gemacht. Die hatten wir mal in der Pinkbox drin, genau. Beauty Glamour. Die mit Aloe-Konzentrat, genau. Die fand ich ganz klasse. Die habe ich mir nämlich in einen Sprüher von Dalton reingemacht und konnte die dann für morgens und für abends als Serumersatz verwenden. Hat mir wirklich gut gefallen. Also hat einen schönen Glow ins Gesicht gegeben, aber kein Glitzern. Hat die Haut schön versorgt und ja, hat mir gut gefallen. Doch, das ist in so einem Geschenkpäckchen drin, was man auch, glaube ich, immer noch bei Rossmann kaufen kann. Da ist auch mit drin die Beauty Glamour mit Retinol drin. Genau. Die konnte man nicht in diesen Sprüher mit reinmachen, weil die, glaube ich, zu dickflüssig war, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Die hat mir aber auch sehr gut gefallen. Die habe ich dann halt in 1 verwendet. Ja, hat mir einfach gut gefallen. Aber ich glaube, die Retinol hat mir sogar... Nee, die Aloe hat mir noch besser gefallen. Aber das nur aufgrund der Einfachheit, dass ich sie in den Sprüher mit reinmachen konnte. Dann habe ich von Dalton eine Ampulle gemacht, die No Filter Needed Agar Skin Food. Die habe ich als Primer-Ersatz verwendet und das war toll. Das habe ich in meinem Full Face Nee verwendet, kann ich dich hier oben mal verlinken. Genau, weil Nee gehört ja auch zu Dalton. Und ja, da habe ich das hier als Primer verwendet und das war richtig gut. Und ich habe mir auch vorgenommen, jetzt häufiger eine Ampulle als Primer-Ersatz zu verwenden, weil wenn es so gut funktioniert, why not? Da pflegst du dir gleichzeitig noch die Haut mit, fand ich echt gut. So, dann kommen wir zum letzten Produkt, was ich leer gemacht habe. Und zwar ist das das Deep Sleep Pillow Spray von This Works. Das ist so ein ganz kleines Prüppchen gewesen. Das hatte ich auch irgendwo mal für irgendwie Umme mit dabei. Das war in der Box mit drin als Probe. Genau. Aber ich weiß nicht mehr in welcher. War das in der Look Fantastic Box drin? Ich glaube schon. Finde ich richtig gut, sprühe ich gerne auf unser Bett und dann geht man auch abends irgendwie angenehmer ins Bett. Ich mache das morgens auf unser Bett und dann ist es abends immer noch im Kissen und in der Decke drin und das ist so ein wohliges Gefühl, finde ich. Also ich mag diese Kissensprays richtig gerne. Es gibt auch eine Alternative im Rossmann, die habe ich euch auch letztes Mal vorgestellt, habe sie auch genannt, aber ich habe schon wieder den Markennamen vergessen, läuft bei mir. Das ist auch eine sehr, sehr gute und vor allem eine günstige Alternative. Die bekommst du aber nicht online, die bekommst du nur im Laden selbst. Das ist bei uns, wenn man in den Rossmann reingeht, direkt rechts. Also quasi hinter der Ideenwelt befindet sich das. Und hinter unserer Ideenwelt fangen dann quasi die Duschgele an. Und da ist dann auch diese, ich habe den Namen vergessen, Marke vertreten. Die haben so ein schwarzes Rechteck als Logo mit weißem Namen draufstehen. Ich habe euch den Namen aber eben mal eingeblendet. Ja, ich bin super vergesslich, es tut mir leid. Und jetzt ist dieser Eimer auch leer. Und das waren meine kompletten aufgebrauchten Produkte. Vorher mal wieder ein bisschen was, ne? Ja, so, das war's auch mit dem Video. Und wenn es dir gefallen hat, lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen aufgebraucht und plattgemacht Videos. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!